Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Le Grand Legacy. Ja, es gab eine lange Abstinenz auf diesem Kanal, aber es geht endlich weiter. Ich hoffe, ihr entschuldigt mir meine Auszeit, aber die habe ich tatsächlich einfach mal gebraucht, so eine bisschen längere Auszeit. War jetzt einfach mal wieder Urlaub, den ich mir irgendwie nie genommen habe in den ja fast 5 Jahren jetzt, wo ich diesen Kanal betreibe. Ansonsten nur zum Kanal eine kleine Info, es wird jetzt dieses Wochenende 4 Folgen Le Grand Legacy geben. Falls das jetzt endlich mit der Aufnahme hier klappt, weil ich habe jetzt echt, das ist der 4. Versuch und irgendwie klappt das die ganze Zeit nicht. Und nächste Woche dann 4 Folgen Baldur's Gate. Das hat den Grund, dass wenn eins von den beiden Projekten ausläuft, wird es auch nur noch ein großes Projekt am Wochenende geben, weil mir das sonst zu stressig wird mittlerweile, weil ich einfach nicht mehr so die Zeit habe wie früher. Aber dass ich trotzdem gerne weitermachen möchte. Ansonsten zur Story. Wir haben letztes Mal versucht, das erste Armament vom Darthy Tree zu bekommen. Dabei hat uns Skatia sich angeschlossen, die Wächterin dieses Baumes, die uns helfen wollte. Das Problem ist aber, unser noch mysteriöser Gegenspieler, der Prodigy, der ist uns zuvor gekommen. Und auch wenn wir uns im Kampf gar nicht mal so scheiße geschlagen haben, hat er uns das Ding doch vor der Nase weggeschnappt. Und nebenbei haben wir auch noch gelernt, dass Kael ein von Norns erschaffener Schatten ist. Aber das ist uns eigentlich relativ egal, wir akzeptieren ihn trotzdem weiterhin. Und jetzt ist einfach mal die Frage, wie wir weitermachen. Das schauen wir jetzt mal. Wie gesagt, ich hoffe, dass das jetzt klappt mit dem Aufnehmen. Weil letztes Mal hat die ganze Zeit ab hier irgendwie Frame-Anbrüche, das ist echt schlimm. Lady Skatia, now that we found out that there's a cursed Norn somewhere, what do you think it was trying to accomplish? Muss mal eben das Mikrofon ein bisschen anders stellen, genau. I don't know his modus either, Aeris, but this used to be his home. He would know it like the back of his hand. Not impossible for him to slip past me and use the Quadadeni. But why didn't he take Mr. Kael? Sorry, Aeris, but I really don't know. After destruction, there was one group of pure Norns came to Phineas regularly. They hoped to rebuild their homeland, or maybe just retrieve some mementos. However, as the land deteriorated, it also grew more dangerous. So they stopped coming here, for nothing could ever live here again. Yeah, that's right. There's nothing for anyone here but death. Exactly, that's why I predicted the Darthy Tree would be first. This lifeless land must have lured the prodigy here to extract the first armament from the tree. The fall of the tree won't attract any attention, and no one would even care if something happened here. But this is a strong signal to the Firbolg that it's time to start preparing for the invasion. Now he's going to go after the rest of the armaments. Which one will he go after next? The nearest tree is the trunk of Mugner in the Crimson Canyon. But a war is raging in the north. We'd be walking straight into hell if we decided to go there. Yes, and that's what the prodigy will also be thinking. He's in a weakened state. I think we wounded him pretty badly. But he's probably a day and a half ahead of us. No, he won't be far now. He didn't completely finish the job. The fact that he left us alive means he hasn't regained his full strength. He probably ran out of juice fighting us and taking a crowd at Danny both at the same time. He won't reach the trunk of Mugner anytime soon. I think we should head to Rusha first. Not a bad idea. Let's go to Muria's then. Hold on. We just took a pretty good beating, and we're running out of supplies for the road. There's a town nearby where we might be able to get some help. How can you be so sure? There's been something very wrong with every single place we've visited so far. Don't you need a break? Only peaceful people live in that town. Most of them are just farmers and builders. What harm could there be? Ja, keine Ahnung, irgendwie eine Lycanthropie-Plage oder Vampirismus oder was weiß ich, was da alles vorgehen kann. Also ich bin da eher auf Kael's Seite. Well, we'll see about that. So, how far is this town you were talking about, Miss Arya? It's only a couple of days west of here. I've heard they're warm, kind people. I think we'll be safe there. Ja dann, Miss Arya, das er.
Dear brother, I think we should get the armaments. The ones Leon mentioned in his letter? I don't think this is the right time to discuss something like that. Oh no, brother. These armaments are the most vital part of our plan. I thought our plan was to take over the mountain pass. Of course it is. The pass is the key to spreading our influence to the south. I hate to be the bearer of such bad news, but we've lost the pass again, brother. We were outnumbered, brother. The pass was overrun with Fendorians, and more of them are still coming. Then what you must do now is rally all nearby houses within our territory to take up arms and join us. If any of them refuse our summons, raise their towns. We'll give Fandor a run for their money this time, brother. So let them have it for a while. We'll take it back when they're off guard. We'll slit their throats while they're sleeping. What use are these armaments exactly? The Quader Dani can breed enemies. The Gael Sail is a spear that never misses its target. The Caladborg is a blade that can cut anything. And the Leofail, the Stone of Endless Power. But where do we begin? When Father was imparting his final decree, I found out that he wished to give it to our brother before he died. Is that why you ordered me to kill our brother? So you could get the Leofail for yourself? The people also preferred him as a king. He was endangering our position. So the answer is yes. Oh, Brüdermord, welch unübliche Tat. Nicht. I have already sent men to search the entire castle, but they found nothing. There's this only place I haven't searched yet. I'm quite certain this is the place where the Leofail has been kept all along. In our brother's chamber? Oh no, brother. It's in Father's tomb. If anyone were to find out, you'd be dishonored. What use is honor if we have no power? Now, as for the Crimson Canyon. Just leave enough troops to defend it. We need to at least hold it for our allies. Are you sure? If we fail at the Crimson Canyon, Fandor will start to claim towns outside the wall. Oh, don't worry. Once we have the armaments, reclaiming those towns will be a piece of cake. Guards? Yes, my liege? Prepare the birds. I need to send word to the southwest. Consider it done, my liege. Na, die sind nicht so unbedingt auf unserer Seite, diese Leute. Ich glaube, ich drücke immer die falsche Taste. Ich glaube, früher oder später werden wir uns mit denen anlegen müssen. So, ich überschreibe den Save mal. Der ist noch aus dem letzten Aufnahmeversuch. Es klappt besser jetzt, glaube ich, wieder. Ich war schon echt am Verzweifeln, weil ich dieses Projekt natürlich nicht abbrechen will. Irgendwie macht Fraps immer mehr Zicken in letzter Zeit. Es geht mir schon ein bisschen auf den Geist. Okay. So. Wogegen wart ihr nochmal? Slash. Slash und Lightning. Dann mach du mal. Ne, Smash zu Column will ich nicht. Shock Bash. Und du machst einfach dein Light Spear, weil du damit so viel Schaden machst. Dann Quick Meditation auf Zan. Ah, vielleicht hätte ich Skat ja erst machen sollen. Na, ah, Mist. Ich bin vollkommen aus der Übung. Ich hoffe, sie trifft trotzdem. Ja, war natürlich äußerst schlecht jetzt. Gott, das ist doch nicht euer Ernst. Silencing Bite. Ja, toll. Wunderherrlich. Du gehst mal auf Guard. Hast du irgendwas? Ach, immer Callum hier. Nochmal ein Light Thrust, dann triffst du den da hinten zumindest schon mal. Und du machst eine Quick Meditation auf Skat, ja. Oh, perfekt, sehr schön. Ich muss da wieder ein Gefühl für bekommen. Interrupted, na super.
Finde ich ja wieder richtig toll. Du gardest nochmal. Weil die scheinbar zu schnell sind für diese... Machst jetzt hier einfach, wie heißt das? Airburst. Machst den ordentlich mit. Ach, falsche Taste gedrückt. Wunderherrlich. Er greift trotzdem Sam an. Ich hätte eher mal mit dieser Tank-Strategie fahren sollen. Das fällt mir jetzt erst irgendwie auf, wie nützlich das eigentlich ist. Warst du gegen Licht empfindlich? Ja, Pierce und Light. Lightspear. Kannst halt hier mit angreifen. Ah, verdammt. Bisschen zu früh. Interrupted, okay. Ja, bei ihm ist die Regeneration ausgelaufen. Das wundert mich jetzt irgendwie gar nicht mal so stark. Wenn wir Lightspear und Quick Meditation auf dich. Das war immerhin wieder gut. Oh, und perfekt, sehr schön. Hier gerade habe ich auch irgendwelche Spastik mit dem Sound. Das wird irgendwie nicht besser. Verteidige dich nochmal. Nimm nochmal den Lightspear und eine Meditation für sie. Obwohl das Verteidigen irgendwie gerade gar nichts bringen, weil der trotzdem Ares angreift, aber naja. Also ganz steige ich hinter dieses Provoke noch nicht, aber wir haben es ja trotzdem geschafft hier. Auch wenn es natürlich deutlich besser gegangen wäre. Komisch, dass Cynthia irgendwie die meiste Erfahrung hier bekommen hat. Einmal Vitalität und... Oh, Stärke. Dann hat sie Airblast. Learned Airblast, sehr schön. Dann schauen wir mal, Grimoire Ares. Airblast. Attack all enemies with an Airblast. Ah. Power mal 100. Das ist natürlich für 1. Ich glaube, ich nehme dann das für die Reihe weg. Natürlich wenig Power. Hat aber eine schlechtere, Interrupt. Eine bessere Interrupt-Chance. Die ist nicht so hoch. Sei denn, da ist niedriger irgendwie schlechter. Ach nee, das ist die Chance, wie hoch das ein Gegner interrupt. Naja, okay. Das ist natürlich doch schlechter. Aber ich glaube, wir müssen jetzt hier hinten lang, weil da konnte ich ja einmal noch nicht lang. Der Gegner ignoriert uns zum Glück. Da bin ich sehr froh drüber. Ich glaube, mit dem werden wir jetzt nicht so viel Glück haben, ne? Oh, das habe ich in den letzten Folgen schon immer wieder gesagt. Ich weiß, aber es nervt mich hart, dass man hier so schleichen muss. Ah, okay, die sind jetzt nicht so schwer. Aria, komm her. Mach's mal eine Quick Meditation erstmal auf dich selber. Regeneration. So. Wie gesagt, am Timing hapert es echt noch. Sehr schön. Das habe ich ja jedes Mal. Ich muss immer erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Irgendwann flutscht das wieder, denke ich. So, und würde ich... Ah, knapp daneben ist auch vorbei. Ja, okay, der war jetzt wieder schön einfach, der Gegner. Der bringt dafür aber auch kaum Erfahrungspunkte. Sag mal, Cynthia, oder? Sie heißt Gartia. Wieso vertue ich mich die ganze Zeit so mit ihrem Namen? Ja, komm schon. So. Ah, wir brauchten die denn nochmal? Slash. Genau. Change. Finn, komm mal her. Und hau den mal ordentlich die rüber ein. Mach mal den Lightspear auf.
das Viech hier, weil ich glaube, die sind deutlich stärker als das andere. Irgendwas war da. Und Quick Meditation auf jeden Fall für Finn. So, dann schauen wir mal. Ah, immerhin nicht verfehlt. Das ist immer super. 51. Thunder Thrust. Immerhin nicht interrupted. Ah, mir fällt gerade auf, sie hätte die Heilung fast schon besser vertragen können. Naja, hier den Light Spear. Quick Meditation für sie. Und, oh, perfekt, sehr, na, perfekte Scheiße. Ist ja vollkommen verschwendet. Lightning Strike, nochmal. So, okay, Finn, du erledigst das mit einem schnellen Slash und Cynthia wird dann einmal geheilt. Mir fällt gerade auf. Bin ich eigentlich dumm? Hab ich mit Aeris nicht schon eine bessere Heilung? Warum habe ich denn die letzte Heilung hier drin? Ich glaube, ich bin absoluter Idiot. Ach nee, die Meditation habe ich einfach. Ach, keine Ahnung, muss ich mal gucken. Nee, ich hatte erst. Jetzt weiß ich wieder, wie es war. Mit Cynthia wollte ich auf Heal hinaus, ne, aber. Hab's mit noch keinem, oder? Nee, du hast nur Cure. Du hattest vorher nur die Meditation. So, jetzt weiß ich wieder, wie das ist. Ich war schon gerade, ich dachte schon, habe ich mir das Spiel jetzt die ganze Zeit unnötig selber schwer gemacht, weil ich die schlechtere Heilung hier genommen habe. Wäre echt zum Heulen gewesen. So, hier ist zum Glück mal wieder ein bisschen Land, da können wir wieder normal laufen. Weil dieses Geschleich hier, das geht mir echt auf den Geist. Okay, das hier sieht ja gar nicht mal so schlimm aus. Haben wir hier Weak gegen Impact und Water. Impact, das bekommen wir doch schnell hier rein. Change. So, hau mal ordentlich drauf. Du kannst dich eigentlich noch mal heilen, während du auch noch eine Meditation von ihr bekommst. Regeneration und... Du slash jetzt mal ordentlich da drauf. Der da hinten ist ja jetzt nicht so das Problem. Dafür holen wir nochmal eben Aria rein. Ich finde das cool gemacht hier mit diesen dynamischen Wechseln in den Kämpfen. Das gefällt mir irgendwie sehr gut. Und du gibst hier auch nochmal eine Quick Meditation. Das, keine Ahnung, dadurch läuft man natürlich nicht so in die Gefahr, immer nur dieselbe Gruppe zu haben. Zumal man hier auch die Gruppe sehr dynamisch anpassen muss. Tatsächlich in den Kämpfen. Hat nur leider kaum Erfahrung gegeben. Skatia steigt trotzdem bald auf und erreicht dann sogar Level 40 schon. Echt krass, wie sehr die den anderen hier voraus ist. Aber ihr seid jetzt sogar paralysiert. Das ist eigentlich besser geht's nicht. Obwohl, nee, dich lasse ich drinnen, weil du kannst schon mal auf dahin feuern. Change. Hier kommt mal eben. Sam rein, ballert dem hier vorne die Rübe kaputt. Du kannst zumindest hinten einfach mal angreifen. Nicht, dass es was bringen würde, aber irgendwie Heilung, 76 Schaden, boah. Krass. Ich glaube, Heilung braucht er gar nicht wirklich. Tag und keine Ahnung, hier, wen wird sie höchstwahrscheinlich immer als Guardia. Für eine schnelle Meditation. Oh, das war wieder knapp. Das war wiederum sehr gut. Das Gute bei Aria ist irgendwie, sie macht auch häufig kritische Treffer, wenn wir, wenn sie auch nicht perfekt getroffen hat. So.
Ach, dich wollte ich ja zum absoluten Übertank machen. Weil du hier Dingens, weil du Heal lernen sollst. Da war ja was. Ich würde aber tatsächlich mal entgegengesetzt meiner Regel handeln und einfach schon mal Glück 20 hier voll machen. Dann habe ich das nämlich schon mal. Oh nein, ich bin schon wieder überlastet. Das kann nicht wahr sein. Es geht mir so auf den Geist. Gibt's hier irgendwas, was ich... Status Cleaner... Hier habe ich wieder irgendwie Buffer Material oder so? Nee. Oh, Jeddah. Chillmon so. Oh, das ist viel wert. Mal schauen, was hier so am wenigsten wert ist. Da habe ich irgendwie nie so richtig geguckt. Ich habe immer einfach sowas rausgeschmissen. Hier diese Grimoire-Sachen, die sind eigentlich die Buffer-Material. Absolut nichts wert. Weg damit. Wiegt aber viel. Status-Razor hier. Statuserhöhung werde ich nie machen. Ist auch nichts wert. Weg damit. Ja, das behalte ich jetzt mal noch. Ich habe jetzt wieder mal ein bisschen Platz. Das nervt auch, wie schnell man hier überlastet ist. Es geht schneller als in vielen anderen Rollenspielen. Pierce und Light. Versuch's nochmal mit Sam als Tank. Vielleicht nimmt er ja ein paar Angriffe auf sich. Und Lichtspeer. Schon mal Heilung für sie. Ups, das war beinahe wieder in die Hose gegangen. Aber mit ihr klappt's. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich die beste Kombination hier. Weil wenn Sam Schaden frisst von dem Ding, das ist ja nix. Ich muss nur halt seine Verteidigung auch richtig hinbekommen. Fehlt er sogar. So ist das echt einfach. Jetzt bestimmt bereuen wir den eher... ja, weil jetzt natürlich wieder sowas und er greift bestimmt wieder Sam an. Light Spear. Ja, hat zum Glück trotzdem geklappt. Das war einfach. Gibt jetzt auch nicht so die riesen Erfahrungspunkte. Ich glaube, hier sind wir letztes Mal schon aufgehalten worden von Aria, die gesagt hat, wir müssen aber zum Dartigree. Ja, und da sind auch hinten neue Gegner, die kenne ich noch nicht. Weaking, Slash und Earth. Ich weiß noch gar nicht, ob ihr da hinten in der letzten Reihe überhaupt irgendeinen Sinn macht. Ich verteidige trotzdem nochmal mit ihm. Ich glaube, das ist eine gar nicht allzu schlechte Entscheidung. Und Y. Ja, okay, das mit dem Verteidigen hat ja gar nichts gebracht. Die haben ja trotzdem alle sie angegriffen. Oh, das Viech da vorne, das hält aber ordentlich was aus. Gardes nochmal. Es hat irgendwie... Also es ist jetzt nicht immun gegen... Oh, mach das mal generell. Vielleicht hilft das ja voll gut. Schauen wir mal. Sind tatsächlich Fernkämpfer da hinten. Magier sind das. Interessant. Okay, das Viech ist tot. Oh, aber dein Angriff zieht echt gar nichts. Schade. Hätte ich... Change ich mal gegen... Obwohl, nee. Ach, jetzt habe ich schon gechanged, ist egal. Ich wollte sagen, vielleicht gucke ich auch einfach mal das, wie heißt er denn jetzt? Kael, dass der reinkommt. Aber naja. Quick Meditation auf Finn einfach. Weil wir es gerade können.
So. Wir machen jetzt nicht allzu viel Schaden. Lightspear. Oh, Lightspear ist gar nicht mal so gut. Ich glaube, hier kann ich echt mal Kael wagen. Change Kael. Komm her. Oder wogegen waren die noch? Ja, Erde. Ist mal eingefallen, ich werde scheinbar nie jemanden kriegen, der Erde kann, weil unsere Truppe ja scheinbar voll ist. Schade eigentlich. Weil viele Gegner haben eine Schwäche Erde. Es sei denn, Eris lernt noch hinter wie ihr Vater irgendwie alle Elemente. Ah, ging da auch. Oh ja. Na, 59 Punkte noch für Kael. Bin so Level-absüchtig. Das ging bei dem Spiel am Anfang auch hier immer echt schnell mit dem neuen Level. Ich hatte, glaube ich, echt einiges an Lebenspunkten liegen lassen, dadurch, dass ich dann Vitalität gesteigert habe. Ich sehe überhaupt nicht, wo ich herlaufe. Doch, da, jetzt sehe ich mich wieder. Bin so froh, wenn wir hier raus sind. Ah! Kennen wir euch nicht. Change. Hol mal Aria rein. Hier vorne. Du kannst dich eigentlich auch mal eben verpissen und Skatia hier hinlassen. Und du machst den einfach nochmal. Ist ja scheißegal, ob der viel zieht. Mit den, oh, das war knapp. Meditation kannst du ja in der nächsten Runde anfangen. Wäre jetzt natürlich echt super, wenn das reichen würde. Und natürlich reicht es absolut überhaupt nicht. Blöd. Greif den nochmal an. Dann, change ich mal auf Finn. Ich hoffe, Finn ist später dran als Aria, damit er nach hinten durchlaufen kann. Sonst eine schnelle Meditation für sie, falls sie angegriffen wird. Jetzt schauen wir mal. Perfekt auf jeden Fall, sehr schön. Na, er kann nicht nach hinten durchlaufen, schade. Ich hab gedacht, manchmal klappt das ja. So, dann Kael und Finn. Du machst nochmal eine Meditation auf dich selbst. B und Y. Ich meine, gegen die Magier da hinten, da kann auch Kael was ausrichten. Oh, oh, Eris leidet da hinten aber ziemlich. Heil dich mal selber. Wie gesagt, die Heilzauber sind mir echt zu schwach in dem Spiel. Da würde ich mir gerne stärkere wünschen. Also das sind absolut Finns Gegner. Der kommt da sehr gut mit klar. Und zwei Level-Ups, sehr schön. Einmal für Kael. Vitalität 20, hast du... Agilität 25, machen wir doch einfach mal. Und Vitalität natürlich weiter höher. Life Drain, upgraded to Life Absorb. Ah. Okay, manche Dinge werden automatisch direkt upgegradet, das ist auch interessant. Hm. Was brauche ich? Vergesst das immer jedes Mal, ich weiß. Intelligenz 20. Ach, Agilität einfach höher, okay. Ja, dann. Machen wir das doch. Natürlich weiterhin auch mit Vitalität. Ist ja wohl logisch. Oh, und schon wieder überlastet, ne? Ich kann so langsam nicht mehr. Spieltarget. Schauen wir mal, was ist denn hier so der... Oh, das ist wertvoll. Das, Ah, hier das R-Grimoire, das ist zum Beispiel, jetzt nicht so unfassbar furchtbar wertvoll, das kann mal weg. Nimmst Talina. Flicks Burner. Enemies. Oh, Cheddar. Ist tatsächlich ein bisschen was wert.
Was? Doom Quakar, Used during the rites of passage. 3200 ist so ein Ding wert. Meine Güte. Ist ja krass. Hier, von den Dingern hier unten noch. Von allen nix viel. Solid Branham. Bench Spirit Form Holy Rituals. Meine Güte. Aguara Scale. Ist ja gar nichts wert. Und Gold Dust. Den kann ich verkaufen. Mache ich auch. Dann haben wir wieder ordentlich Geld. Ich hoffe, das waren jetzt nicht immer schon die zusammengerechneten Preise, aber das glaube ich jetzt nicht. Einfach schnell hier raus. Ja! Bin hier raus. Sehr schön. Super. Oh, im Waldgebiet hier. Das war höchstwahrscheinlich das Dorf, von dem Aria gesprochen hat. Wie komme ich nur dahin? Hier entlang, glaube ich. Römisch hat noch keiner aufgehalten. Ach, das ist Ostia. Nee, Ostia will ich nicht hin. Obwohl, zum Verkauf wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, eben kurz nach Ostia. Ach, ich kann einfach von hier oben hier reinlaufen. Gott, bin ich dumm. Dumville Peace oder Dumville, keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Dumville, sage ich jetzt einfach. A peaceful town mainly inhabited by farmers and builders. Dumville beautiful castle was built by its founders. Na dann, schauen wir mal rein. Dumville Courtyard. Guck mal dahin. Auf jeden Fall imposant aus. Oh. Ein bisschen westlicher mittlerweile. Die Städte vorher hatten ja alle so einen östlichen Touch. Hier scheinen wir jetzt ein bisschen mehr so in den Westen zu kommen. Falls es denn lädt. Ich dachte gerade schon. Oh, 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 das ruckelt aber gerade. Hat sich wieder beruhigt, das Spiel. What happened? There's no one here. There's... You said this town was warm and inviting, but it looks abandoned to me. It doesn't seem like there's anyone here. I think we can pass through just fine. Ah, scheiße, ich wäre doch besser nach Ostia gegangen. Miss Aria, you have to see this. What is it? No, no, no. Fandor shouldn't be this far out. If that's true, it means they've lost the mountain pass and are calling on nearby towns to take up arms with them. They must be desperately in need of additional men. This isn't something you would expect from the Fandorian army. They never learn, do they? The frozen frontier isn't a place for men to conquer. The bitter cold is going to teach them a harsh lesson. But if they've finally taken over the pass, that means the self is in danger. You need to get out of here before they show up. Relax, m'lady. The army won't be here anytime soon. But they desperately need additional men. That means the Alteans are still keeping them busy. Regardless, we have to keep going. There's nothing for us here anymore. Come on. Wait, Aria. There's nobody here. I don't see why we can't spend the night to rest. But you said we have to hurry. We're running out of time, aren't we? Trust me, the prodigy won't be getting to Murias anytime soon. The entrance to Murias is opened only during a full moon, and according to my calculations, the next one is a week away. So we can either spend the night here or wait in a dense forest of Brunel. How do you know about this? My understanding is that Murias is inhabited by our sis, who have never opened their doors to the outside world. No, they did once. But after the Great War almost wiped out their entire race, they choose to hide and isolate themselves in the deep forest. Then I prefer to wait in the ports of Belfast or Dore, so we can just get going. I'm afraid the Prodigy might have the same plan, since those two ports are the only access to Murias. We somehow run into him there. I can't imagine how many lives will be lost at collateral damage. Yes, yes, I see your point. Better safe than sorry, huh? Right? Exactly.
Yours is also hidden somewhere inside the granary. Even a prodigy himself won't be able to find it easily. But we might have an advantage. I know a few ways we might find it. So what are these ways of yours? It'll be easier to explain when we're closer. Don't worry, Arya. I know what I'm doing. Very well. I'm not familiar with the continent of Sisai, so I'll let you take the lead there. Okay, it's settled. Since we're spending the night here, I need all of us to search the place thoroughly. Search every nook and cranny. I want to make sure this place is clear of any threats. Great. So you want us to patrol the town? That's right. To save time, we should split into 3 groups. We'll meet back here afterward. Call for help if you need it. Do I make myself clear? I'll go with Finn then. No, Eris, you're with Ozan. I'm with Kael, and Finn is with Lady Skatia. Okay, Miss Arya. Ist da wer eifersüchtig? Finn, over here. Don't you think we should search that huge building first? Ich wollte noch mal hier raus, verdammte Scheiße. Ah, jetzt will ich mein Leben lang überlastet bleiben. Toll. Das freu ich mich. Sieht aber auch mal wieder schön aus hier. Duvel. Finn, over here. Ja. Ich weiß zwar nicht, welches Big Building sie meinen, weil hier alles ziemlich groß ist, aber naja. Ach so. Ja, okay, ich habe schon verstanden, was sie meint. Scheint wirklich nichts groß zu sein. Aber die Musik ist auch mal wieder genial. Ach, ich liebe dieses Spiel. Who are you, Finn? What do you mean, who? Back in Phineas, I saw the fallen spirits cursing you. Spirits? And a prodigy seems interested in you. So who are you really? Eris told me about the spirits before, but I really have no idea. And as for the prodigy, I don't think I even know who he is. To be honest, I don't even know who I really am. Lady Skatia, I lost my memories, so I don't really have anything to tell you. You lost your memories? That's no help at all. Look, Finn, I think there's a power within you. A power you haven't fully understood, but I want you to learn how to use it. You need to learn how to use it. But how? Aren't you the one who's supposed to teach me? It's your duty to guide the Fatebound, isn't it? Yes, but I didn't know that one of the Fatebound is suffering from memory loss. You've just made my job a lot harder, Sonny. It's not like it's been easy for me. Then what do you suggest I do to understand this power? I don't know yet. We can try going to Roshua first. Roshua, are you talking about one of the trees? Yes, 2 of the 4 trees of it. Trees of equilibrium require us to get inside them in order to extract the armaments. There you will find the truth about yourselves, perhaps about everyone. So these trees can tell me about my power? Exactly. Then you hopefully won't be quite so clueless. But how on earth can some trees tell me the truth about anyone? You'll know when you get there. You should start preparing yourself now. Finding out the truth about the allies isn't going to be easy. Hey, wait up, Lady Skatia. We're supposed to search this place together, aren't we? No, no. You could take care of yourself. We can move faster and cover more ground if we split up. What is up with people and their riddles? Ja, du sagst es, Finn. Oh, hier kann ich speichern, das sollte ich... Nein, ich drück immer die falsche Taste. Ich habe aber noch alle in meiner Truppe drin. Interessant. Heißt, ich werde höchstwahrscheinlich jetzt erstmal nicht kämpfen. Nee, ich nehme mal schon mal wieder einen neuen. Warum nicht? Speicher, ich habe alles voll. Nee, hier ist auch irgendwie nichts.
Bis jetzt leider ziemlich uninteressant, die Stadt. Aber naja, was noch. Ich denke mal, irgendeine Überraschung wird die für uns auch bereithalten. Durch die Tür können wir nicht gehen. Sieht aus wie so eine Art Bar. Ist das eine Taverne, wo wir gerade drin sind? Würde mich aber wundern. Interessantes Wappen haben die auch. Was ist das? Ein Widder mit einem Hammer? Ja, irgendwie was Kriegerisches. Vielleicht ist das auch ein kriegerischer Staat. Ich weiß es nicht. Soll ich jetzt wieder raus hier? I feel like there's something here. Better search the whole place through. Ich würde ja in das Podest hier gerne gehen und gucken, was da ist, aber das macht er nicht. Hier war ich ja auch schon. Ich hab hier irgendwas übersehen. Gucken wir nochmal upstairs. Kann ich vielleicht doch durch diese Tür durch? Nö. Ja, was soll denn hier sein? Ich find hier nichts. Ach, da kann ich durch. Da habe ich auch Lärm gehört, aber ich würde sagen, durch diese Tür schreiten wir erst in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Le Grand Legacy. Bis dahin, macht's gut.